Tag und willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute soll es mal nicht um, schon um das Thema Autos gehen, aber mal ein paar Updates, was auf diesem Kanal so in Zukunft passieren wird. Denn wie ihr mit Sicherheit wisst, ist aktuell gerade bei der XSK-Night in Berlin, da gab es tuning-technisch oder polizeikontrollentechnisch ein paar Vorfälle, und das ist auch nicht nur da so, beziehungsweise es wird überall, schlimmer. Das heißt, Tuning in Deutschland ist halt mittlerweile sowieso schwierig. Und man kann in Deutschland eigentlich fast nichts mehr umbauen. Es werden mittlerweile lastwagenweise Autos stillgelegt, teilweise bei Begründungen, die wirklich nicht schlimm sind oder wie auch immer. Und das ist einfach nicht mehr, das ist einfach nicht mehr feierlich, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, beziehungsweise habe ich jetzt die Möglichkeit bekommen, 2022 werde ich wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland sein. Jedenfalls heißt das jetzt nicht für euch, dass auf einmal keine Videos mehr kommen. Nein, natürlich werden noch Videos kommen, und im Gegenteil. Denn sobald ich dann nicht mehr in Deutschland bin, muss ich mich nicht mehr vor den Polizeikontrollen verstecken quasi, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt verstecken, aber ihr wisst selbst, was ich damit meine. Weil selbst wenn mir hier alles eingetragen ist, heißt es nicht, dass man sicher ist. Das heißt, sobald ich dann eben aus Deutschland raus bin, gibt es Umbauten, die ihr sonst so nicht sehen werdet in Deutschland. Deswegen sieht das Auto so aus, wie es aussieht, relativ stock, damit es halt einfach nicht auffällt und ich nicht die ganze Zeit angehalten werde. Was ändert sich also auf dem Kanal? Ich denke mal, ihr habt es schon im Titel gelesen, wenn ich ins Ausland gehe, dann werde ich natürlich auch Videos nicht mehr auf Deutsch unbedingt machen, weil das ist dann ein bisschen doof, wenn dann Leute fragen, was ist da ein YouTube-Kanal, die verstehen nicht mal wirklich, was da gemacht wird. Das heißt, ich werde dann Videos auf Englisch machen. Klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen blöd für einige, weil dann doch viele Leute wahrscheinlich für die deutschen Videos gucken. Allerdings muss ich natürlich dazu sagen, dass wir dann noch eine größere Reichweite haben, und eigentlich alles, was wir von den Videos verdienen, stecken wir auch wieder in Projektautos rein, die in den Videos vorkommen. Zumindest eigentlich auch mehr als das. Und wir versuchen natürlich dann auch vielleicht mal mit größeren Firmen zusammenzuarbeiten, damit wir dann eben mehr Content liefern können. Man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, das ist nicht nur für euch, sondern ich mache das natürlich auch für mich, weil ich möchte meine Autos ja selber umbauen. Das ist mein Hobby, und das ist das, was ich eben in meinem Leben machen möchte. Und in Deutschland, wie gesagt, geht es einfach nicht mehr, und deswegen, damit können wir dann mit diesem YouTube-Channel auch so in gewisser Weise, kann ich dann mein Projekt oder die Projekte finanzieren, die dann gezeigt werden letztendlich. Außerdem versuchen wir natürlich, alles an euch zurückzugeben, indem wir Giveaways oder sonst irgendwas machen. Das haben wir ja schon bei 1000 Abonnenten gemacht. Wir haben einen Turbolader verschenkt an euch, obwohl wir da noch keinen einzigen Cent mit dem YouTube-Kanal verdient hatten. Das wird natürlich in Zukunft mehr werden, und dann werden wir auch mehr an euch weitergeben und dann natürlich auch wahrscheinlich europaweit diese Gewinnspiele veranstalten, weil dann, wenn es auf einer internationalen Sprachebene schon ist, dann sollten auch diese Gewinnspiele international stattfinden. Aber das war es jetzt auch zu diesem Infovideo. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr vielleicht davon haltet, dass wir jetzt englische Videos machen wollen. Weil ich bin mir sicher, dass da einige sagen werden, dann schaue ich die jetzt nicht mehr. Ist natürlich auch euer Recht. Wir haben da nichts dagegen, dass ihr dann nicht mehr weiterschaut. Ist halt so, wir können da dann auch nichts machen. Aber für uns ist das einfach der sinnvollere Weg, würde ich jetzt einfach mal so sagen, in diese Richtung dann zu gehen. Um eben ein größeres Publikum zu erreichen, um krassere Umbauten zu machen, die natürlich dann auch vielleicht mal was anderes sein werden, als alle anderen schon gemacht haben. Oder auch mal was Ähnliches, aber in irgendeine andere Richtung. Das versuchen wir jetzt schon so ein bisschen mit dem A3 zu machen. Oder, MX-5 Turbo gibt es ja mittlerweile extrem viele, aber mit dem A3 Low Budget GT28 so bis so 400 PS hat bisher noch keiner gezeigt in diesem Preisbereich, dass es so günstig bleiben soll, sondern die Leute sind alle gleich auf geschmiedeten Motor gegangen und so weiter. Von daher ist das, denke ich mal, für einige mit Sicherheit ganz interessant. Ansonsten könnt ihr uns auch mal schreiben, ob ihr vielleicht mit Polizeikontrollen schon schlechte Erfahrungen gemacht habt. Würde uns auch mal interessieren, weil da ging es ja bei uns auch schon ein bisschen drunter und drüber.
Da hatten wir früher, vor ich glaube 3 Jahren oder so, auch schon mal ein Video zugemacht. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.